In diesem Film erfahren Sie mehr über die Hintergründe und den Aufbau des Katalogs systembeteiligungspflichtiger Verpackungen und wie Sie ihn richtig anwenden. Mit dem Katalog systembeteiligungspflichtiger Verpackungen klären Sie schnell und komfortabel, ob eine Verpackung systembeteiligungspflichtig ist. Für die Pflicht zur Systembeteiligung ist der Ort entscheidend, an dem die Verpackung typischerweise als Abfall anfällt. Wofür steht der Begriff typischerweise? Fällt eine Verpackung üblicherweise beim privaten Endverbraucher an, so ist das Merkmal typischerweise regelmäßig erfüllt. Die Zentrale Stelle Verpackungsregister, kurz ZSVR, hat als bundesweit tätige Behörde den Katalog systembeteiligungspflichtiger Verpackungen entwickelt, um festzustellen, wo typischerweise eine Verpackung als Abfall anfällt. Deshalb kommt es auf den typischen Anfall aller Verpackungen von vergleichbaren Produkten in Deutschland an. Denn nur Verpackungen, die typischerweise beim privaten Endverbraucher als Abfall anfallen, sind systembeteiligungspflichtig. Nach dem Verpackungsgesetz zählen auch sogenannte vergleichbare Anfallstellen zu den privaten Endverbrauchern. Dies liegt an der Art oder Menge der dort anfallenden Verpackungsabfälle. Zum Beispiel können das Restaurants, Hotels, Krankenhäuser, Verwaltungen, Bäckereien oder landwirtschaftliche Betriebe sein. Wie ist der Katalog systembeteiligungspflichtiger Verpackungen aufgebaut? Der Katalog ist eine Verwaltungsvorschrift, also eine interne Vorgabe, auf deren Basis die ZSVR ihre Entscheidungen trifft. Er enthält verschiedene Produktgruppen zahlreicher Branchen und deckt die Verpackungen vieler relevanter Konsumgüter ab. Anhand der Gesamtmarktbetrachtung wird ermittelt, wo die Verpackungen der Produkte typischerweise als Abfall anfallen. Daher ist es irrelevant, wenn ein Hersteller im Einzelfall nachweisen kann, dass die von ihm verwendeten Verpackungen aufgrund von besonderen Vertriebsstrukturen nicht beim privaten Endverbraucher oder vergleichbaren Anfallstellen anfallen. Entscheidend ist allein das Ergebnis der Gesamtmarktbetrachtung, also der mehrheitliche Anfall der gleichartigen Verpackungen. Wie wird der Katalog angewendet? Der Katalog ist als Datenbank auf der ZSVR-Webseite zu nutzen. Zusätzlich können die Inhalte als PDF-Dateien heruntergeladen werden. Bevor Sie mit der Produktsuche starten, sollte geklärt sein, ob es sich um eine Verpackung im Sinne des Verpackungsgesetzes handelt, welche Verpackungsart vorliegt und ob ein Ausschlusstatbestand greift. Dies ist zum Beispiel bei pfandpflichtigen Einweggetränke oder Mehrwegverpackungen der Fall. Bitte beachten Sie, dass zwei weitere Arten von Verpackungen nicht im Katalog enthalten sind. Erstens Transportverpackungen, die im Handel verbleiben und daher nicht systembeteiligungspflichtig sind. Und zweitens Serviceverpackungen, die typischerweise beim privaten Endverbraucher als Abfall anfallen und deshalb ausnahmslos systembeteiligungspflichtig sind. Diese beiden Verpackungsarten werden ausführlich im Leitfaden zur Anwendung des Katalogs behandelt. Wie finden Sie heraus, ob Ihre Verpackung systembeteiligungspflichtig ist? Das lässt sich mit dem Katalog durch einzelne Schritte ermitteln. Ausgangspunkt ist dabei immer ein konkretes Produkt, wie beispielsweise 500 Gramm Zucker mit seiner spezifischen Verkaufsverpackung, die zum Beispiel aus Papier besteht. Beginnen Sie mit der Suche, indem Sie den Begriff Zucker eingeben. Klicken Sie dann auf Trockenprodukte. Das ist die Produktgruppe, zu der Zucker zählt. Sie sehen als erstes das Definitionsblatt mit Begründung, das für jedes Produkt identisch aufgebaut ist. Oben links befindet sich die Produktgruppe. Auf der rechten Seite wird das Produkt konkret bezeichnet. Im Bereich Produkt im Detail sind die verschiedenen Zuckerarten wie brauner Zucker, Farinzucker und Puderzucker aufgeführt. Um Abgrenzungsfragen zu klären, gibt es auf dem Definitionsblatt die Rubrik Hier nicht zugeordnet. Dort ist beispielsweise Flüssigzucker genannt, für den ein eigenes Produktblatt existiert.
Auf dem Definitionsblatt befindet sich immer eine Begründung, die das geltende Abgrenzungskriterium für das Produkt enthält und damit die Systembeteiligungspflicht der Verpackungen definiert. Im Lebensmittelbereich ist das Abgrenzungskriterium in der Regel die Füllgröße. Bei anderen Produkten ist zum Beispiel die Größe, Länge oder Stückzahl relevant. Für Zucker gilt, dass Verkaufs- und Umverpackungen bis einschließlich 14 Kilogramm systembeteiligungspflichtig sind, weil sie typischerweise in privaten Haushalten oder vergleichbaren Anfallstellen wie Gastronomiebetrieben, Kantinen oder Großküchen als Abfall anfallen. Demnach ist die Verpackung für 500 Gramm Zucker systembeteiligungspflichtig. Im zweiten Schritt erhalten Sie weitere Informationen zum Packstoff sowie zur Ausprägung bzw. Form der verschiedenen Verpackungen des Produkts. Scrollen Sie weiter herunter, um die Kurzübersicht zur Systembeteiligungspflicht zu sehen. Die Verkaufsverpackungen sind im oberen Bereich aufgeführt. Versand- und Umverpackungen finden Sie im unteren Teil der Übersicht. Die Verpackungen sind hier nach Packstoffen wie Kunststoff, Papier, Pappe und Karton, kurz PPK, sonstigen Verbundverpackungen und Packstoffen aller Art aufgegliedert. Auf der rechten Seite sieht man das Abgrenzungskriterium und die Entscheidung, ob die jeweilige Verpackung systembeteiligungspflichtig ist oder nicht. In der Übersicht Systembeteiligungspflicht im Detail finden Sie in einer beispielhaften Listung eine Auswahl an gängigen Füllgrößen. Hier ist auch die zu prüfende Verpackung aufgeführt, die mit dem Produkt Zucker befüllt ist. Der verwendete Packstoff ist Papier in Form eines Beutels mit einer Füllgröße von 500 Gramm. Damit bestätigt sich das bereits gefundene Ergebnis. Über die Filterfunktionen können diese Angaben direkt eingegeben werden, sodass nur ein Ergebnis angezeigt wird. Unter Berücksichtigung des Abgrenzungskriteriums von 14 Kilogramm besteht für diese Verpackung eine Systembeteiligungspflicht. Ist eine Verpackung oder ein Produkt im Katalog systembeteiligungspflichtiger Verpackungen nicht enthalten, heißt es nicht, dass die betrachtete Verpackung nicht systembeteiligungspflichtig ist. Der Katalog ist nicht abschließend. In einem solchen Fall kann durch ein Analogieverfahren ermittelt werden, ob eine Systembeteiligungspflicht besteht. Was ist ein Analogieverfahren? Ein Beispiel dieser Vorgehensweise wäre, folgende Rückschlüsse zu ziehen. Bei dem Produkt Seifen, Duschbäder, Schaumbäder wird Duschschaum nicht explizit genannt. Dieser fällt, wie auch Duschgele, bei privaten Haushalten und bei vergleichbaren Anfallstellen wie Hotels und Krankenhäusern als Abfall an. Duschschaum fällt unter Duschgele, auch wenn es nicht ausdrücklich aufgeführt ist. So kann der Hersteller von Duschschaum seine Verpackungen mithilfe des Katalogs zuordnen. Für weitere Analogieschlüsse können Sie auch die bisher erlassenen Einordnungsentscheidungen auf unserer Webseite prüfen. Den Katalog systembeteiligungspflichtiger Verpackungen finden Sie auf unserer Webseite unter Stiftung und Behörde. Weitere Informationen finden Sie auf www.verpackungsregister.org oder kontaktieren Sie unseren telefonischen Support unter 0541 3431 0555. Gemeinsam Transparenz schaffen.